Und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute diesen Scania R730 Streamline, der schon soweit komplett fertig ist, wie man hier gut sehen kann. Und hier ist sehr viel Chrom verbaut und den möchte ich euch hier mal präsentieren. Schauen wir mal, was alles noch so mit dabei ist. Auf alle Fälle mal ein italienisches Stück. Die stehen ja auf dieses Chromzeug. Na, das schauen wir uns jetzt heute mal an. Hier sind, wie schon gesagt, sehr viele Lampen schon verbaut. Da bin ich mal gespannt, wie die am Schluss aussieht, gerade im Nachtlicht-Test dann. Ne? Also wir haben hier den Topline, wir haben Chassis ist 4x2, 730 PS, schon erwähnt, 12-Gänge-Retarder, Interieur. So, hier haben wir eben auch diese Chromblende schon. Ne? Dann kommen wir zur Farbe, das ist hier dieses Weiß. Dann haben wir Benutzer definiert, da könnt ihr natürlich hier RIP. Oder dann auch Metallic, das finde ich schon mal gar nicht schlecht, dass wir Metallic hier machen können. Machen wir ein schönes Blau, das sticht vielleicht schön ab. So, genau, zack. Dann kommen wir zu den Anbaupunkten. Er ist halt wie er ist, ne? Er ist halt schon fertig. Reifen und Felgen sind hier auch mit dabei. Und im Interieur könnt ihr dann hier soweit nichts mehr abändern. Er ist halt wirklich wie er ist. Komplett fertig, aber wir gucken uns jetzt hier mal, was mir hier gleich auffällt, sind die Außenspiegel. Hier fehlt die Halterung. Mal gucken, ob die dann noch kommt, ob die dann noch da ist oder nicht, weil wie ihr seht, hier ist er nicht da. Da gucken wir jetzt gleich mal, ob die in-game dann noch da ist oder nicht. So, Dashboard, alles funktioniert hier. Was mir, wie schon gesagt, auffällt, ist bei den Außenspiegeln. Fehlt mir hier die komplette, ihr seht hier den Schatten vom Spiegel, aber oh, Spiegel sind nicht da, das finde ich ein bisschen doof. Ansonsten, wie schon gesagt, sehr viel Chrom verbaut hier. Ja, und jetzt schauen wir uns noch den Lichttest dazu an. So, Lichttest, Standlicht. Blendlicht, Fernlicht. Was mir hier schon auffällt, ist, dass hier diese grüne Lampe nicht funktioniert. Hier diese LED, die weiße, die rote schon, aber die grüne nicht. Ansonsten, boah. Dann gehen wir auf die Rückseite. Ja. Was soll ich dazu sagen? Hier ist halt alles schon verbaut, ne? Muss man halt mögen oder nicht. Also wir kommen jetzt mal hier kurz zum Fazit zum Scania R730. Er ist halt wirklich schon komplett fertig, getuned. Ihr könnt hier nichts mehr machen. Er ist halt wie er ist. Damit muss man leben. Dann die Außenspiegel, wie ihr es hier seht, da fehlt einfach die komplette Textur. Wir haben hier den Schatten vorhanden, genauso wie auf der anderen Seite. Aber es fehlt halt einfach die Textur, halt das schwarz ist, ne, in dem Fall. Wie es eigentlich sein sollte. Ansonsten funktioniert soweit alles, sogar Trailerkabel geht. Ansonsten sind wirklich sehr viele Lampen verbaut, habt ihr gesehen. Boah, mein Fall ist es nicht, aber ist halt Geschmackssache, vor allen Dingen auch mit dem Chrom. Ne? Boah, mehr gibt es hier nicht eigentlich nicht hinzuzufügen. Habt ihr noch Fragen dazu zu dem LKW, dann dürft ihr das gerne machen, einfach kommentieren. Ansonsten Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem oder mit dieser Chromschleuder. In diesem Sinne viel Spaß damit, macht's gut, bis bald und ciao.